Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Online-Predigt hier auf gesundegemeinden.de. Ich weiß nicht, wie Ihre Woche gelaufen ist. Bei uns hat Corona in diesen letzten 7 Tagen ein Gesicht bekommen. 2 Geschwister aus unserer Gegend sind im Krankenhaus mit dieser Diagnose. Einer davon wird beatmet auf Intensivstation und wir beten. Allerdings hat uns ein Bruder daran erinnert, dass es auch vor Corona bereits kranke Geschwister gab, Menschen um uns herum mit Krebs oder anderen furchtbaren Diagnosen. Und wir haben weiterhin viel Grund, füreinander einzustehen vor Gott. Allerdings haben wir auch viel Grund zur Dankbarkeit und zur Zuversicht, gerade als Gläubige, als Leute, die Gott kennen. Diese Krise bietet zusätzlich Chancen, um unser Leben zu überdenken und auch Prioritäten neu zu setzen. Nichts ist dabei hilfreicher, als dafür die Perspektive unseres Schöpfers einzunehmen. Das dürfen wir tun, wenn wir in sein Wort hineinschauen. Und dabei wird uns heute mein Kollege Markus Wesch helfen, der mit seiner Frau Mirjam und ihren 2 Kindern in Dillenburg lebt. Er war mal Werbegestalter, ist aber mittlerweile seit vielen Jahren als Prediger und Evangelist in ganz Deutschland unterwegs. Zwischendurch gibt er auch mal Bücher raus, aber seine Leidenschaft gilt der Weitergabe von Gottes Wort. Auch durchaus mal über längere Zeit an einem Ort. Er tut das sehr gerne und völlig egal, ob seine Zuhörer schon mit Gott unterwegs sind oder noch nicht. Heute spricht er zu uns aus dem Saal seiner Heimatgemeinde in Manderbach über ein Thema, das unser Herr Jesus kurz vor Gethsemane mit seinen Jüngern besprochen hat. Markus. Glaubst du, dass Jesus wiederkommen wird? Rechnest du damit? Bald schon vielleicht? Die Geschichte Gottes im Alten Testament mit seinem Volk läuft auf ein großes Ziel hinaus, nämlich, dass der Messias kommt. Und die Geschichte Gottes mit seinem neutestamentlichen Volk läuft darauf hinaus, dass er wiederkommen wird. In Lukas Kapitel 21 redet Jesus ausführlich über das Ende der Zeit. Und wir als Christen, wir brauchen davor keine Angst zu haben. Wir müssen uns nicht bedroht fühlen, wenn die Zeichen der Endzeit für Furore sorgen. Das sind Vorboten auf den ewigen Sommer. Das Leben hier auf der Erde ist so wie der Winter. Das ist kalt und das ist unfruchtbar. Jesus schließt seine Ausführungen über die Endzeit mit einem Gleichnis von den Bäumen. Lukas 21, 29, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Das können wir natürlich jetzt Anfang April sehr gut nachvollziehen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass der Winter vorbei ist. Ich freue mich, dass die Natur sich erneuert. Statt Kälte, Wärme, statt kahler Bäume, grüne Bäume, statt Eiskratzen, Eisessen. Das sind schöne Aussichten. An ihren Knospen sollt ihr ihn erkennen, den Sommer, der nicht mehr weit ist. Aber im April muss man eben noch ein bisschen warten. Und auf die Ankunft von Jesus warten wir auch. Als Christen sind wir Wartende. Die Vorboten dabei sind allerdings keine Knospen, sondern Katastrophen. Jesus redet als von den Zeichen der Endzeit in Lukas 21 von Kriegen. Schau dir den 9. Vers in Lukas 21 an. Er redet auch von Erdbeben und von Hungersnöten und von Seuchen, Vers 11. Er redet von Christenverfolgung in Vers 12. Dass wir wegen dieses Virus keine Gottesdienste stattfinden lassen dürfen und die Kirchen geschlossen sind, das ist ja bei uns ein ganz anderer Grund als in vielen anderen Ländern, wo das schon lange der Fall ist, aufgrund von Verfolgung der Gemeinde Jesu. Das sind Zeichen der Endzeit. Und dann sagt Jesus in Vers 23, große Not wird auf der Erde sein. Nun, Gottlose müssen das Ende der Zeit fürchten.
Gottes Kinder können sich freuen, weil ihre Erlösung naht. Kirchenkalendarisch steht der Höhepunkt der Passionszeit bevor. Es sind noch 5 Tage bis Karfreitag. Und so möchte ich uns jetzt aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums so einen kurzen Abschnitt vorlesen. Lukas 22 von Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, den Jüngern, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Wir sitzen hier mit dem Herrn Jesus und mit seinen 12 Gesellen an jenem Abend zusammen, an dem sie die symbolträchtigen Rituale des Passafestes durchleben. Und als der Jesus dann so die Geschichte des Auszugs aus der Sklaverei vorliest, da ersetzen die Jünger gedanklich Ägypten durch Rom. Die denken also aus ihrer Perspektive über Endzeit nach. Welchen besseren Plan kann Gott haben, als diese Machtdemonstration von damals zu wiederholen und es eben den Besatzern, den Römern zu zeigen? Und dann hatte Jesus immer wieder von dem kommenden Reich Gottes gesprochen, auch hier in Kapitel 22, in den Versen 16 und 18. Und das beflügelt ihre Träume. Sie meinten, dass das Reich Gottes so gleich erscheinen sollte. So hat man in Kapitel 19, Vers 11 bereits gelesen. Und deswegen spekulieren sie, weil sie damit rechnen, spekulieren sie über Personalien der neuen Regierung. Vielleicht ging es um den Posten des Vizepräsidenten, als ein Streit unter ihnen entstand, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Streit in der Endzeit. Klar, dass Jesus die unangefochtene Nummer 1 ist, darin war man sich einig. Christus ist das Haupt der Gemeinde, das ist uns auch sehr bewusst aus dem Epheserbrief zum Beispiel. Er ist der Oberhirte, so hat Petrus ihn einmal genannt. Das erkennt jeder Christ dem Herrn gegenüber an. Geltungsdrang kommt auf gegenüber anderen Menschen, gegenüber dem Bruder. Und ich fürchte, dass es nicht nur Corona ist, sondern durchaus auch Krieg, der uns verunsichert. Auch das ist ja ein Zeichen der Endzeit. Und leider gibt es viele Gemeinden, zu viele, wo neben der Corona-Krise auch eine Koinonia-Krise zu beklagen ist. Also Koinonia, das ist das griechische Wort, das wir übersetzen mit Gemeinschaft oder mit Verbundenheit oder Teilhabe. Das, was uns als Christen auszeichnen sollte, das ist allzu oft gestört durch so eine Art von Streit, wie ihn auch die Jünger hier mit Jesus an diesem Tisch führen. Bei einem der im letzten Monat ausgefallenen Dienste muss ich befürchten, dass kein Ersatztermin mehr zustande kommt, weil der Bruder, der mich eingeladen hatte, von Streit redet, von der Krise sogar den Begriff der Gemeindespaltung in den Mund genommen hat. Da ist man empört. Es gibt eine ganze Menge an Auseinandersetzungen auch unter uns. Wie oft versuchen wir, das eigene Selbstbewusstsein dadurch aufzupäppeln, indem wir Mitchristen gedanklich unter uns stellen? Brauchen wir das? Selbstdefinition auf Kosten von anderen? Jesus unterbricht die Rangelei mit folgender Ermahnung. Die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Ihr aber nicht so. Durch die Jahrhunderte hinweg herrschten in den meisten Ländern der Erde Könige oder Kaiser. Die übten absolute Macht über ihre Untertanen aus. Im Absolutismus war, was der König gesagt hatte, war Gesetz.
Die Untertanen waren zu Gehorsam verpflichtet, Widerstand oder Kritik wurde mit Gewalt unterdrückt. Bevor Ptolemäus der 8. 145 vor Christus den Thron von Ägypten bestieg, tötete er seinen Neffen und später sogar seinen eigenen 13-jährigen Sohn Memphides, weil er Konkurrenten in ihnen sah. Ptolemäus der 8. hatte sich den Zusatznamen Euergetes zugelegt und deswegen sage ich das. Euergetes heißt übersetzt der Wohltäter. Und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Das hat Jesus sehr aktuell in die Zeit damals hinein gesagt. Gewaltherrscher und Diktatoren sind eitel und brutal. Wehe, einer kritisiert sie und stellt ihren Machtanspruch in Frage. Bis heute herrschen Diktatoren in vielen Ländern. Aber was noch schlimmer ist, es gibt sie eben auch unter uns. Gibt sie auch in den Gemeinden. Und das trotz der Mahnung von Jesus. Ihr aber nicht so. Ihr sollt anders sein. Wisst ihr, was ich glaube? Die Krise ist eine Chance, Kriege zu beenden. Die Krise für uns als Gemeinde ist eine Chance, sich zusammenzuraufen und sich auf das eigentlich Wichtige, unseren Auftrag in dieser Welt zu konzentrieren. In den Medien taucht plötzlich überall ein bis dahin eher unpopulärer Begriff auf, Demut. In den Microsoft News, da habe ich gelesen, Politiker müssen auf einmal Zweifel und Demut zulassen. Vielleicht war das mal eine Schwäche, schreibt der Autor, aber jetzt wird es zur Stärke. Und um genau diese Änderung geht es hier. Genau das ist das Thema, das Jesus anspricht. Er bringt die Dienenden der Diktatoren ins Spiel. Ob das römische Statthalter waren oder ob es die orientalen Machthaber waren, die hielten sich damals Sklaven, Leibeigene, die in Haus und Hof bei Fuß stehen mussten und Arbeiten ausführten, für die hohen Herren nicht standesgemäß waren. Diese Rangordnung und diese weltlichen Maßstäbe stellt Jesus jetzt kurzerhand auf den Kopf. Für ihn ist Größe etwas ganz anderes. Der Größte unter euch sei wie der Jüngste, sagt er in Vers 26, und der Führende wie der Dienende. Nicht wer sich Wohltäter nennen lässt, ist groß, sondern wer Wohltäter ist. Je mehr wir dienen, desto größer die Ehre und die Anerkennung bei Gott. Bestimmte Berufe, Kranken- und Altenpfleger, Sozialarbeiter wurden bisher eher im Schatten ausgeübt und wenig honoriert. Aber jetzt auf einmal stehen sie im Mittelpunkt. Im Deutschen Bundestag gibt es für Mitarbeiter in Pflegeberufen Standing Ovation. Als Wolfgang Schäuble von denen spricht, die für die Versorgung der Bevölkerung täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen, da stehen die Mitglieder aller Fraktionen auf und klatschen, tun sich zusammen und sind sich einig in der Anerkennung derer, die dienen. Jetzt darf es uns natürlich nicht um Anerkennung gehen. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir wollen uns nicht beklatschen lassen und wir wollen uns nicht Wohltäter nennen lassen. Aber was ich feststelle, ist, dass die Welt insgeheim und instinktiv die Maßstäbe von Jesus anerkennt. Man weiß, dass derjenige ein guter Mensch ist, der anderen dient. Die Mächtigen werden in der Welt respektiert, manchmal auch gefürchtet. Ihre wirkliche Achtung aber gehört Menschen der Liebe. Solche, die sich anderen zuwenden und die etwas investieren, die anderen helfen. Du glaubst doch nicht, dass sich die Größe eines Menschen lässt messt an der Zahl derer, die sie beherrschen. An ihrer Bildung oder an ihrem akademischen Grad oder an ihrem Kontostand oder an der Zahl der Ausschüsse, denen sie angehören. Jesus hält das alles für unbedeutend. Er fragt uns, wie vielen Menschen hast du geholfen? Darauf kommt es an. Und er macht es vor. Ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Bis zu dem Tag, nachdem der heutige Palmsonntag benannt wurde, war Jesus schlichter Fußgänger. Der Messias, der Gesalbte des Herrn, der König, muss zu Fuß gehen. Er
zu arm, sich ein Tier mit Hafermotor leisten zu können, leiht sich einen Esel, und zwar einen ohne Sattel. Die Jünger werfen ihre nach Fisch und Schweiß stinkenden Kutten auf das Tier, und so reist Jesus in Jerusalem ein. Ärmlich, oder? Das ist irgendwie keine gute Performance. Das wirkt irgendwie so, als wenn ein Staatsoberhaupt am Tag der Machtergreifung auf einem E-Scooter in die Landeshauptstadt einrollen würde. So einer sitzt doch normalerweise in einer Limousine, Lack und Chrom sind poliert und dann sind sie von Polizeieskorten begleitet und so. So stellt man sich so eine Machtdemonstration vor. Wenn ein König auf einem Roller fahren würde, würden die Leute fragen, was ist denn mit dem los? Und ich frage mich, ob das ist, was Jesus hier erreichen will. Dass die Leute fragen, was ist denn mit dem los? Was will der denn eigentlich? Weißt du, wenn du dir die Gesinnung Jesu zu eigen machst, eben die Gesinnung, wie es uns Philipper 2 auch vorgestellt wird von Paulus, der Erniedrigung und des Dienstes, dann werden die Leute fragen, was ist denn mit dem los? Warum sind die Christen so anders? Warum sind die so selbstlos? Das soll ein Kennzeichen sein, etwas, was wir von ihm, unserem Herrn, gelernt haben. Wenn du den Alten in der Nachbarschaft anbietest, Einkäufe und andere Erledigungen für sie zu machen, weil sie möglichst nicht rausgehen sollten und weil sie auch sonst kaum Kontakt zu anderen Menschen haben können, und wenn du dann ihre Verwunderung wahrnimmst, was ist denn mit dem oder was ist mit der los, die hilft mir, dann sagst du, das habe ich von Jesus gelernt. Und wenn du wahrnimmst, dass jemand verunsichert ist oder dass einer Angst hat, dann sag, dass er seine Sorgen mitsamt seinen Sünden auf Jesus werfen kann. Wir wollen jetzt gerade in dieser Zeit als Christen reden von der Hoffnung in unserem Herzen. Tu etwas und rede von dem, der dein Leben verändert hat. Oder schau dir auf YouTube Bibellese in Quarantäne mit Christian Kaspari an und weist deine fragenden und suchenden Freunde auf so etwas hin. Es gibt viele kreative Ideen und YouTube wird gerade gefüttert mit guten Inputs und Predigten und Andachten, die man weiterleiten kann über die sozialen Medien. Lass dich nicht abhalten, schon gar nicht von deinem Stolz. Einer gesättigten Gesellschaft, die seit 30 Jahren nur Luxus kennt und lebt, bröckeln plötzlich ihre Fundamente weg. An jedem Tag, an dem die Wirtschaft stillsteht, werden die Einbußen schmerzhafter. Und dann wird einer positiv getestet oder ein Eltern- oder ein Großelternteil. 30% geben an, dass sie große Angst davor haben. Wir stehen ja erst am Anfang der Krise. In den nächsten Wochen werden existenzielle Fragen gestellt werden. Stellen wir uns darauf ein, sind wir bereit zur Verantwortung der Hoffnung in uns? Lasst uns geben und lasst uns dienen und lasst uns von ihm gebrauchen. Spätestens an Karfreitag begreifen die Jünger, dass der Weg von Jesus nicht immer weiter steil nach oben führt zu immer größerem Glanz, sondern dass er nach unten führt. Jesus, er, der Herr, liefert sich den Menschen aus. Der Erste und Höchste wird der Letzte und der Niedrigste. Und er will, dass seine Jünger sich ein Beispiel daran nehmen. Das Beispiel unseres Herrn muss unsere Gemeinden von Grund auf predigen, wenn wir glaubwürdig sein und bleiben wollen. Gemeinde soll eine Gemeinschaft des Dienens sein, des Mitgefühls von Leuten, die einen Blick haben für ihre Nächsten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, schreibt der Apostel Paulus, Galater 6, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Vergesst beim Gutes tun auch die Hausgenossen des Glaubens nicht, die Geschwister in Italien. Oder denkt an unsere Werke, an die Freizeitheime zum Beispiel, die die großen Ausfälle und damit Einbußen hinnehmen müssen. Denkt an die Zeltmission, denkt an die Kasse Werk des Herrn. Lasst uns auch in dieser Weise Gutes tun. Irgendwann, liebe Apostel, sagt Jesus, werdet ihr buchstäblich in meinem Reich mitregieren. Dort werdet ihr, das ist dann Vers 30 hier von Kapitel 22, dort werdet ihr an meinem
Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen, die 12 Stämme Israel zu richten. Es wird das in Erfüllung gehen, was Jesus im Lukas-Evangelium schon zweimal betont hatte. In Kapitel 14, Vers 18 hat er gesagt, in Kapitel 14 und Kapitel 18 so, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer diese Gesinnung des Dienens, der Erniedrigung einnimmt, sich vor Leuten sozusagen in den Dreck kniet, um ihnen die Füße zu waschen, so wie es der Herr Jesus ja selber hier an jenem Abend vorgemacht hat, der wird erhöht werden. In Gottes kommendem Reich gibt es Aufstieg zu großer, besonderer Größe und Vornehmlichkeit. Das, wonach sich die Jünger hier sehnen, das wird ja kommen. Es gibt Regierungsposten für die Jünger. Auch darauf dürfen wir uns gedanklich schon vorbereiten. Das tausendjährige Reich, von dem die Bibel redet, wird Gottes Antwort sein auf das Leben von Jesus voller Leiden und Verachtung während seiner Jahre, die er hier auf der Erde verbracht hat. Jesus kam in das Seine, aber das Volk hat den Messias verworfen, ihm seine Krone aberkannt, sein Reich abgelehnt. Aber in diesem zukünftigen Reich, da ist Jesus für jeden sichtbar König. Und die Verwaltung dieses tausendjährigen Reiches, die ist nicht Engeln übertragen, sondern Menschen. Kannst du in 1. Korinther Kapitel 6 dich überzeugen, auch in Matthäus Kapitel 19. Da geht es um die reservierten Plätze der Apostel, die 12 Stämme Israels zu richten. Ja, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Das wird der Lohn der Nachfolge sein. Glaubst du, dass Jesus morgen wiederkommen könnte? Rechnest du tatsächlich damit? Dann werde heute noch aktiv und investiere die Energie, die wir in unsere Rangeleien gesteckt haben, in das, worauf es wirklich ankommt. Versöhne dich da, wo es nötig ist. Und helfe da, wo Hilfe gebraucht wird, wo Bedarf ist, und lade Menschen zu dem Heiland Jesus Christus ein, da, wo du offene Türen vorfindest. Ja, vielen Dank an Markus für diese ermutigende und herausfordernde Predigt. Vielen Dank auch den Technikern, euch in Manderbach und an vielen anderen Orten. Ihr habt dieser Tage manchmal noch mehr zu tun als im normalen Gemeindealltag. Wie bereits letzte Woche möchte ich euch jetzt ermutigen, euch noch etwas Zeit zu nehmen, um die Gedanken aus der Predigt vor Gott zu bringen. Auch das, was euch sonst beschäftigt an Sorgen, an Nöten, die sich durch die aktuelle Situation oder das Leben allgemein bei euch oder Menschen um euch herum bieten. Ich möchte euch noch zwei Impulse mitgeben, die ihr ebenfalls vor Gott bringen und dort vor ihm bedenken könnt. Zunächst, alle größeren christlichen Kirchen und Netzwerke betreiben Tagungsstätten für ihre Freizeit- und Schulungsarbeit. Wie alle anderen Hotel- und Gastronomiebetriebe sind die in großer Not aktuell. Eins dieser Häuser, die Schwarzwaldmühle in Besenfeld, die war besonders für die Kinder- und Jugendarbeit etlicher Gemeinden, gerade im süddeutschen Bereich, über die letzten Jahrzehnte sehr wichtig. Sie hat leider aktuell zwei ernsthafte Probleme gleichzeitig. Ich habe heute Morgen mit Raimund Renz, einem der Vorstandsmitglieder, telefoniert. Und Raimund, wie ist aktuell die Situation in der Mühle? Ja, vor fast 60 Jahren wurde die Schwarzwaldmühle erworben, umgebaut und als Freizeithaus eingerichtet. In den vergangenen Jahrzehnten haben viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene gesegnete Tage in der Schwarzwaldmühle erlebt. Menschen ließen sich zum Glauben rufen. Der Glaube wurde vertieft und gestärkt, die Gemeinschaft gefördert. Unsere eigenen Freizeitangebote sind in unserem Jahresprogramm und auf der Homepage zu finden. Darüber hinaus nutzen viele Gruppen, Gemeinden und Einrichtungen wie Schwarzwaldmühle zur Gestaltung ihrer Freizeiten. Nun wurden wir zum Ende des vergangenen Jahres, als Corona bei uns noch kein Thema war, überraschend vor eine große Herausforderung gestellt.
Wir brauchen bis zum 1. September eine neue Heimleitung. Unsere Heimeltern Christoph und Birgit Nico machen seit vielen Jahren eine sehr gute Arbeit und hätten diese gerne noch weitergeführt. Aufgrund einer familiären Situation werden sie jedoch ihren Dienst zum 31.10. beenden. Deshalb suchen wir bis spätestens 1. September 2020 ein Ehepaar für die Heimleitung. Vor 8 Jahren ließ ich Ehepaar Nico rufen in die Schwarzwaldmühle. Sie nahmen diesen Ruf als Ruf unseres Herrn an und folgten ihm. Wir erbitten es vom Herrn, dass er einen solchen Ruf wieder ergehen lässt. Vielleicht gerade an Sie. Für die Schwarzwaldmühle stellt sich nach fast 60 Jahren die entscheidende Frage, war's das? Oder geht's weiter? Eine neue Heimleitung nehmen wir von unserem Herrn als Zeichen. Ja, es darf, es soll weitergehen. Für weitere Informationen verweise ich auf unsere Homepage www.swm-besenfeld.de. Dort ist auch die Stellenausschreibung zu finden. Inzwischen musste wegen der Corona-Krise der Betrieb bis auf Weiteres eingestellt werden. Bitte betet mit dafür, dass wir durch die Krise durchkommen, auch finanziell. Die staatlichen Hilfen, die wir beantragt haben, werden alleine nicht ausreichen. Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Die Corona-Krise scheint für das Anliegen einer neuen Heimleitung absolut nicht förderlich zu sein. Aber vielleicht ist diese Krise ja gerade für Sie als Ehepaar ein Anlass, sich neu zu fragen, was der Herr mit Ihnen vorhat. Könnte es die Aufgabe der Heimleitung in der Schwarzwaldmühle Besenfeld sein? Vielen Dank für die Möglichkeit, das dringende Anliegen einer neuen Heimleitung für die Schwarzwaldmühle Besenfeld auf diese Weise bekannt zu machen. Ja, danke dir, Raimund. Wir wollen mit für diese schwierige Situation beten und sind gespannt, wie Gott wirken wird. Mit unserem zweiten Impuls möchte ich heute Gemeinden Mut machen, deren Geschwister sich sehnen, wieder einander zu sehen, die gerne miteinander das Wort Gottes lesen und beten würden und die bei den aktuellen Beschränkungen bis jetzt keinen Weg dafür gefunden haben. Manches an Ermutigung lässt sich auch per Telefon oder per Brief vermitteln. Und das sollten wir nutzen. In Ergänzung dazu finden es Geschwister an immer mehr Orten nützlich, das Internet zum Treffen zu nutzen. Ich zeige euch mal an meinem Computer, wie das aussehen kann. In unserer Gemeinde treffen sich mittlerweile mehrere Kleingruppen wöchentlich online. Dafür gibt es verschiedene Anbieter. Ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel von Zoom. Da braucht sich nur einer anzumelden und kann dann bis zu 99 andere mit einladen. Kostenlos geht das bis zu 40 Minuten. Und wenn man keine Lust hat, die Lizenz zu bezahlen, dann kann man sich danach einfach wieder reinklicken und weitermachen. Man lädt die Geschwister im Vorhinein ein, man lässt sich hier eine E-Mail machen mit dem Link und schickt die rum an die Teilnehmer. Damit können sie dann in dem Programm am PC oder am Handy teilnehmen oder sich auch über das Telefon einwählen. Dazu kann man einen YouTube-Stream schalten, der dann über YouTube verfolgt werden kann, wo die Leute dann nicht mehr mitreden, aber immer noch alles sehen und hören können. Jo, und dann sind alle dabei, die das möchten. Das ist sehr praktisch. Was auf diesem Weg nicht so leicht geht, das ist das Singen. Das haben wir mal im Hauskreis probiert. Das klappte nur mit einem Bewegungslied für die Kinder. Aber ansonsten sind die Zeitunterschiede zwischen den einzelnen Teilnehmern zu groß.
Da muss man vorher entweder von fähigen Musikern der Gemeinde was aufnehmen und abspielen lassen, oder aber man sucht im Internet oder über den Stick von der christlichen Verlagsgesellschaft des Liederbuches. Die rechtlichen Bedingungen sind von den Lizenzanstalten jetzt für die Corona-Zeit sehr gelockert worden, und entsprechende Infos findet ihr zusammengefasst auf der Homepage der Stiftung der Brüdergemeinden. Ja, neben dem Singen geht aber ziemlich alles, was man auch sonst machen würde. Man kann als Prediger oder als Moderator PowerPoint-Folien einblenden, man kann Bilder, Videos abspielen. Man kann während der Veranstaltung auch auf einem Whiteboard Notizen machen und mitschreiben, Gebetsanliegen zum Beispiel. Und wenn nur einer reden soll, kann der Veranstalter die anderen stumm schalten und dann bei Austausch und Gebetsgemeinschaften sie wieder laut schalten, sodass alle mitreden können. Wir machen mittlerweile auch unsere Gottesdienste sonntags auf diese Weise. Letzten Sonntag waren da rund 50 bis 60 Geschwister auf 40 Geräten dabei und haben auch aktiv teilgenommen. Weitere 40 haben auf YouTube zugeschaut. Selbst das Abendmahl kann man miteinander feiern, wenn sich alle entsprechend vorbereiten. Ja, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist uns sonst so wichtig und war damals so wichtig, und das geht mit gewissen Grenzen auch online. Ja, vielleicht kann das eine Anregung für den einen oder anderen Ort sein, wo man noch nach einer Lösung sucht. Es gibt bestimmt ein, zwei technisch fitte Leute in eurer Umgebung, die das möglich machen können, dass Geschwister wieder zumindest ein bisschen Gemeinschaft haben können, miteinander das Wort lesen und beten können. Liebe Geschwister, es gibt guten Grund zum Beten und zum Nachdenken. Und ich möchte euch ermutigen, euch dafür jetzt ein bisschen Zeit zu nehmen. Wir sehen uns an dieser Stelle, so Gott will, in einer Woche wieder. Hartmut Jäger wird uns in seiner Predigt mit in das Ostergeschehen hineinnehmen. Und der Musikevangelist Waldemar Grab wird uns mit einem kleinen Osterkonzert erfreuen. Wir freuen uns darauf. Und ihr dürft gerne auch eure Freunde mit einladen, hier zuzuschauen. Es wird um die beste Nachricht überhaupt gehen. Und bis dahin, denkt daran, was Markus uns aus Lukas 22 mitgegeben hat: Der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Gott mit euch.